Schatz, stell dir mal vor, wir stehen morgen auf und sind plötzlich gesund. So heißt dieses Buch von Kerstin und Markus Schäfer. Sie leiden beide unter Multiple Sklerose, aber sagen, dass sie trotz ihrer Krankheit ein erfülltes Leben leben. Und darüber haben sie jetzt dieses Buch geschrieben und darüber spreche ich auch mit Ihnen heute. Herzlich willkommen, Markus und Kerstin Schäfer. Schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden Danke, habt. Ulrike. Allererste Frage: Was genau ist Multiple Sklerose? Also, was sind so die Zeichen, die Symptome dieser Krankheit, dass ihr das mal so ein bisschen erklärt. Unterschiedlich. Aber es kann anfangen mit Sehstörungen, dass man Doppelbilder sieht, zum Beispiel. Hängen bleibt mit den Füßen beim Gehen. Einfach alles. Also, dass man ja das Gefühl hat, irgendwas ist taub oder halt auch Kälteempfindlichkeit gibt es auch. Wie habt ihr das denn beide jeweils festgestellt, dass ihr diese Krankheit habt? Also, ja, also ich war halt mal für 2 Wochen blind auf einen Augen, auf beiden Augen. Und ja, es wurde halt erst gesagt, dass es Migräne wäre und es kamen dann immer mehr Dinge dazu, wie halt auch das Treppensteigen ging nicht mehr richtig, lange Strecken konnte ich nicht mehr laufen. Und dann wurde es irgendwann mal nach vielen, vielen Jahren so ein bisschen abgecheckt und ja, Untersuchungen dafür gemacht und dann kam es halt raus. Und dann hast du die Diagnose bekommen, im Internet nach Gleichgesinnten gesucht und den Markus kennengelernt. Und so begann eure Liebesgeschichte. Genau. Erzählt. Erzähl, komm. Ja, also es ging halt damals um ein Medikament, was ich nehmen sollte. Und hab halt, es gab da eine Nebenwirkung bei, die sich eben PML nennt. Und ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Medikament und habe dann eben nach Leuten gesucht, die das schon genommen haben. Und bin dann eigentlich so auf Markus auch gestoßen. Ja, und dann haben wir uns halt kennengelernt, haben uns auch 2, 3 Mal getroffen. Ja, hatten dann beide erstmal nur diese Treffen belassen und haben Ja, uns dann geht so zufällig. zufällig wieder in einer Reha-Klinik getroffen und sind dann da auch zusammengekommen. Ja. Ja. Und vor einem Jahr habt ihr geheiratet, seid seitdem quasi ein Ehepaar. Du musst noch mal ganz kurz erzählen, dieses PML, dieses Symptom oder diese Krankheit, vor der du so Angst hattest, die man durch ein Medikament bekommen kann, die hast du ja Ja, bekommen, ne? die habe ich Deswegen zittert erlitten. deine Genau. Gesichtshälfte, du sitzt auch im Rollstuhl immer mal wieder oder brauchst Hilfe beim Gehen. Erzähl mal, was genau ist das für eine Krankheit? Das ist eine Hirnhautentzündung, die massive Zerstörung im Hirn verursacht. Ihr habt jetzt ja beide zusammen dieses Buch geschrieben. Ich lese mal vor. Schatz, stell dir mal vor, wir stehen morgen auf und sind plötzlich gesund. Wieso kamt ihr auf die Idee, ein Buch zu schreiben über eure Krankheit und auch über euer Leben damit? Eher über unser Leben. Also wir lagen eines Abends im Bett. Und meine Frau stellte mir diese Frage, weil wir haben so einiges schon erlebt, also in der kurzen Zeit. Und da sind wir einfach der Frage mal hinterhergegangen. Und da dachten wir uns, das müssen wir eigentlich mal aufschreiben. Ihr sagt ja, dass ihr selber trotz der Krankheiten erfülltes und gutes Leben habt. Jetzt müsst ihr ein bisschen erzählen, wie ist denn euer Leben? Wie ist euer Alltag und warum seid ihr so positiv? Die positive Einstellung kommt einfach daher, weil wir uns nicht rund um die Uhr damit befassen. Das ist schon Gar das nicht. eine Ding. Es ist auch ganz wichtig, dass hier oben halt im Kopf was passiert. So, und das andere ist, wir lassen uns eben nicht von diesem gesellschaftlichen Druck beeinflussen. Das ist halt, also wir sehen halt, wenn wir müde sind, dann legen wir uns was hin und nicht, weil irgendjemand sagt, ja, ihr könnt ja jetzt nicht um 2 oder um 4 einfach mal schlafen gehen. Warum können wir das nicht? Natürlich können wir das. Und das machen wir halt mit ganz, ganz vielen Dingen so im Alltag. Und wir sind dadurch ruhiger und ja, ist auch alles Entspannter. ja, stressfreier, entspannter und man sagt halt immer Stress und Druck und so, das geht ja auch auf den Körper und ist halt auch nicht gut bei der MS. Und wir kommen damit klar. Je mehr man der Krankheit Aufmerksamkeit gibt, umso mehr Macht hat sie über dich selber. Okay. Ja, es gibt zum Na? Beispiel bei uns nicht. Es gibt ja Menschen, die sagen, so sonntags muss ich einen Braten auf dem Tisch haben. Ich muss um 13 Uhr mein Mittagessen auf dem Tisch haben und so weiter und so fort. Es muss immer alles picobello aufgeräumt und in Ordnung sein. Und das sind alles so Dinge, die, also bei uns ist es auch aufgeräumt und ordentlich und wir essen auch jeden Tag, aber wir haben diesen Zeitdruck einfach nicht. Also wir können auch mal um 3 Uhr essen, wir können aber auch um 12 Uhr essen. Wir müssen Ja. nicht, weil es ganz viele Menschen so machen, müssen wir es nicht auch machen. Und das ist was ganz Wichtiges, sich diesen eigenen Druck schon mal wegzunehmen.
Damit ihr generell entspannter seid und Ganz deswegen auch besser mit genau, der ja. Krankheit Ganz umgehen genau. könnt. Aber was, wie beeinflusst euch denn die Krankheit im Alltag? Weil ich muss jetzt ehrlich sagen, also ich habe das auch eben schon zu dir gesagt, bei dir merke ich jetzt eigentlich nicht, dass du jetzt quasi MS hast. Ne? Bei dir merkt man das, aber das ist natürlich diese andere Krankheit, die man ja sieht bei dir. Aber wie genau äußert sich das jetzt im Alltag? Also warum Also ich kann hast das du das? jetzt an mir jetzt nur als Beispiel nehmen. Durch diese Kognitivität habe ich auch schon mal schnell eine Reizüberflutung. Wenn ich jetzt Briefe fertig machen muss oder Telefonate führen muss, dann kannst du dich vielleicht hinsetzen und kannst das alles in einem durchmachen. Ich kann das nicht. Ich bin dann total wirr nachher, weil das zu viel ist für mich. Und da mache ich das halt auch ohne Druck und Stress. Also ich führe ein Telefonat, mache dann vielleicht noch mal eine kurze Pause dazwischen und schreibe dann einen Brief. Und andere würden vielleicht das Telefonat führen, einen Brief schreiben und vielleicht noch einen Brief schreiben. Und diesen Druck nehme ich mir, indem ich mir einfach dafür Zeit lasse. Was wollt ihr denn jetzt mit eurem Buch erreichen? Ihr wollt ja irgendwie die Menschen erreichen. Genau, wir wollen motivieren, sich nicht aufzugeben. Ja. Immer wieder trotzdem sich Ziele zu setzen, die auch wirklich durchzuziehen. Das Also geht. ja, es geht alles immer irgendwie. Also es ist ganz oft, dass Menschen sich isolieren, überhaupt nichts mehr unternehmen. Und ja, es ist halt nicht Sinn der Sache. Also man kann auch trotz Krankheit noch ganz viel machen oder Genau. sich auch entsprechende Hilfen holen. Das ist auch möglich. Man muss ja nicht zu Hause Das vegetieren und Ziel sagen, ist nicht das Ziel, sondern der Weg. ja, der Weg ist das Ja. Ziel. Was ist denn, oder wie seht ihr denn jetzt eure Zukunft? Was sind eure Ziele und eure Wünsche, die ihr jetzt noch habt als junges Ehepaar? Wir haben noch einige Ziele, ne? Ja. Also wir wollen auf jeden Fall noch ein paar Reisen machen. Wir reisen ja eh ganz Ja. gerne. Irgendwann wollen wir den Jakobsweg noch, aber das ist noch eine ganz andere Sache. Rollen. Rollen gehen, rollen. Wir müssen so ein bisschen den Rollstuhl umbauen, sonst kann man den nicht laufen. Ja, so viel ist eigentlich Ja, noch. Vielleicht mal irgendwann. leben, einfach leben. Ja. Ne? Und nicht isolieren. Ja, und irgendwann halt ja auch mal was Nettes im Grünen. Ja. Das ist dann für unseren späteren Lebensabend noch so. Ja. Okay, ich sehe ja Pläne, ihr seid total positiv. Ich fand sehr schön, dass ihr da wart heute und eure positive Ausstrahlung, euer positives Denken mal hier mit hingebracht habt. Wünsche euch alles, alles Gute für eure Zukunft und dass ihr alle eure Ziele und Träume verwirklichen könnt. Dankeschön. Das werden wir machen. Ja, und wir sehen uns wieder das nächste Mal in meinem Wohnzimmer. Tschüss.